Guten Tag, es ist immer noch ein wunderschöner Frühlingstag hier in Zürich und ich schaue auf mein Portfolio, das ich letztes Jahr investiert habe, denn vielleicht muss meine neue Saison damit beginnen, dass ich eine Portfoliobereinigung mache. Ich schaue also auf die zweite Saison, ich benutze dafür das Obermatt Spreadsheet, die Tabellenkalkulation auf Google, die man verwenden kann, um seine Aktien zu analysieren und zu vergleichen, welche Obermatt-Ränge sie haben. Das mache ich hier, das habe ich hier vor mir. Ich habe in der ersten Kolonne den Namen der zweiten Saison eingegeben, also mein zweites Portfolio und die Nummer der Aktie bei Obermatt, damit ich dann nachher den Betrag auch eingeben kann. Und in der dritten Kolonne sehe ich das Gewicht jeder einzelnen Aktie in meinem zweiten Portfolio. Das sieht alles sehr grün aus. Wir sind also nirgends übergewichtet. Wir haben kein Klumpenrisiko, überhaupt kein Problem. Wir können hier einfach weitermachen. Spannend aber auch hinten die Ränge. Und ich sehe jetzt, dass zum Beispiel Electrolux rot geworden ist, aber auch Peugeot ist rot geworden. Und da muss ich ein bisschen lachen, denn als ich Peugeot gekauft habe, hatte ich wirklich nicht ein besonders gutes Gefühl. Aber ich habe das Peugeot gekauft, weil die Ränge stimmen und weil ich schlussendlich der Meinung bin, dass die psychischen, die subjektiven Urteile beim Aktiensparen eher schaden. Und das ist ein gutes Beispiel, wo man das sieht. Peugeot ist sehr stark gestiegen, hat mittlerweile einen größeren Anteil an meinem Portfolio, deutlich größer als die anderen Aktien. Und ich habe es wirklich nur aufgrund der Obermatt-Ränge gekauft. Eine schöne Überraschung, ich freue mich darüber. In der Zwischenzeit sind die Ränge rot, muss ich dann sofort wieder verkaufen. Ich finde nicht, denn ich investiere für die lange Zeit. Das ist meine Überzeugung. Ich habe auch nicht viel Geld. Es ist nur noch 495 Franken auf diesem Konto. Ich muss also warten, bis Dividenden einzahlen. Inzwischen gehe ich in die dritte Saison und werde ein neues Portfolio eröffnen. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrem eigenen Investieren.